Guten Morgen. Die Steine, die an den Weg gelegt werden, werden langsam zu Felsen, wenn nicht sogar zu Gebirgen. Krankenkasse hat geantwortet, die arbeiten nur mit Vertragspartnern zusammen und also Vertragstherapeuten zusammen und nur in Ausnahmefällen sind andere erlaubt. Also das ist drin. Und dann weiß ich nicht mehr, wer die sind. Gibt kein Foto, kein nix. Und dann habe ich eine rausgesucht, die hier relativ in der Nähe ist. Aber dann bin ich für den Termin fertig, okay, dann versuche ich es halt einfach, ne? Aber die ist nicht bei dem Termin-Ding, es hat da keine Termine frei und da gibt es nur eine, die einen Termin frei hat und einen, da will ich aber nicht hin, ich will nicht zu einem Mann, ich will zu einer Frau. Und die hat erst Ende meinen Termin und ich weiß auch nicht, wer die ist. Also das ist doch, nee, ich kann nicht zu irgendwem gehen, da habe ich kein gutes Gefühl bei. Gerade bei Therapie-Gedingen, sie, da muss man Vertrauen zu denen haben und mit denen zusammenarbeiten können und. Na Muni, jetzt kommst du wieder. Ich hab aufgehört zu telefonieren. Kannst du wieder herkommen? Ja. Mal gucken, was deine sich nachher mal anschaut. Wenn nicht, muss ich mit der Ärztin nochmal sprechen. Weil das geht so nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das ist mir alles zu kompliziert. Und dann dieses Ganze, jeder sagt was anderes und. Bäh. Ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Mann. Könnte so einfach sein, ne? Termin ausmachen, fertig. Aber nein, das muss man, das darf man nicht. Das ist, nee, muss kompliziert sein. So viele gehen inzwischen zu einer Therapie. Mehr als früher. Früher war das ja total verpönt. Und wehe, du machst sowas, dann bist du ja als verrückt abgestempelt. Und jetzt machen das so viel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder so einen Scheiß durchmacht. Und das heilen alle selber. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Kostet ja eine Menge Geld, so eine Stunde. Ist ja nicht gerade günstig. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Ah, das regt mich auf jeden Fall sehr auf. So, da Daniel gestern meinen Reis doch gegessen hat, allerdings nicht komplett, hat immer noch einen Rest übrig gelassen. Aber das ist mir zu wenig für Mittagessen. Also habe ich mir da eine Pizza gemacht und deine Schuhe stolpern. Ich habe sie sogar aufgegessen, was ja im Moment selten ist. Mal klappt's nicht. Hier. Das ist, also ich weiß nicht, was genau das hier ist, aber es ist ein Haufen Schuhe. Ja. Und dann fliegt man ab und zu rüber. So, ich werde jetzt, es ist gleich 2:30, ich bin so viel gefressen, werde ich mich jetzt fertig machen zum Schnuckeline. Schnuckeline. Manchmal machst du den ja schon wieder. Also das ist echt ihr Lieblingsplatz am Ende. Gestern ist mein Buch runtergefallen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber dieses Buch wollte nicht mehr im Regal bleiben. Das ist ein Marienschreib, ist auch runtergefallen. Ich weiß nicht, ob Moni irgendwie dran war oder so, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe es kurz hier rausgeschossen, als es mich geknallt hatte. Also das war, puh, mein Blumen hat Durst. Das werde ich gleich mal machen, bevor ich rausgehe. Ja, ab und zu kommt die Sonne raus. Meistens nicht. Vielleicht kommt sie gleich wieder raus, wenn ich draußen bin. Das wäre schön. Heute Morgen war sie nicht da. Ist ein bisschen schade. Aber. Ich werde jetzt gleich mein Hörbuch weiterhören. Ich bin bei dem Lesezeichen hier nicht aktuell. Aber ich habe schon über die Hälfte gehört von Stimmen von Ursula Poznanski. Und ich habe tatsächlich einen Rabattcode. Wow, man mag es nicht glauben. Ich habe es nur von anderen gehört. Ich habe einen Rabattcode. Ich hatte bis jetzt noch nie einen. Wie auch. Ich habe jetzt einen Rabattcode, wo ihr 60 Tage kostenlos hören könnt als Neukunde, wo ihr bemerkt. Ich packe euch das mal in die Infobox, den Link, und wenn ihr mögt, könnt ihr da gerne mal rüber schnuffeln. Und ja, was springt für mich dabei raus? Ich darf ja auch 3 Tage kostenlos hören, wenn jemand sich anmeldet. Was ja auch nett ist. Ja, wenn niemand sich anmeldet, dann zahle ich eben meine 9,99 € weiter. Genau. Ja, aber vielleicht ist ja jemand dabei, der es noch nicht kennt und vielleicht mal ausprobieren möchte. 60 Tage ist lang. Ich hätte, glaube ich, 45 Tage gehabt, kostenlos. Sonst war, ja, sonst sind es immer 45 oder 30 Tage kostenlos gewesen. Aber jetzt sind es 60 Tage kostenlos. Finde ich gut. Da kann man eine Menge hören. Also ich finde, ich habe mal geguckt, weil man hat ja, dieses Audible gibt es ja auch, wo man im ein Hörbuch hören kann. Aber ich glaube, BookBeat ist ja doch besser. Es kostet genauso viel, man kann so viel hören, wie man will. Meistens ist bei mir zwar ein Hörbuch, obwohl, dieses Mal sind es ja schon zwei. Hätte ich bei Audible nicht gekonnt. Von daher ist das schon ganz gut. Ja.
Das höre ich jetzt weiter. Ich versuche, diesen Pizzabauch loszuwerden. Boah, bin ich voll gefressen. Ey. Meine Güte, ich müsste das schon unterbrechen, weil meine Mutter angerufen hatte. Ja. Und mir noch ein paar Tipps mehr oder weniger gegeben hatte, wie es bei ihm anders gelaufen ist. Mit Therapieplatz und so weiter und so fort. Dass das dann nicht so kompliziert war. Guck mal, vielleicht ist es vielleicht. Bilde ich mir auch nur ein, dass es so kompliziert ist. Und das ist es eigentlich gar nicht. Muss ich sehen. Schauen wir mal. Nein, ich gucke heute Abend auf jeden Fall nochmal drüber. Gemeinsam. Ich drucke dann alle den ganzen Quatsch mal aus. Und dann gucken wir mal, wie das dann so läuft. Und wenn nicht, muss ich am Donnerstag, wo ich ja den nächsten Arzttermin habe, das ansprechen und das eine Formulare eben mitnehmen und so weiter und so fort. Ja. Vielleicht kann sie da irgendwas mir noch raten oder machen und tun. Vielleicht bin ich damit. Das ist einfach. Ja. Egal, ich will gar nicht darüber weiter reden. Ich gehe jetzt mal eine Runde laufen. Und dann mal gucken. Ich muss den Vlog noch schneiden. Eigentlich würde ich heute an das Video drehen, aber irgendwie. Ich sage gerade, im Moment ist einfach der Wurm drin in allem. Das funktioniert gar nichts richtig. Ich fühle mich einfach wie so ausgelöschter Drops. Oder angelöschter Drops eher. Angelöscht und irgendwo hingelegt und ich klebe jetzt irgendwo am Tisch fest oder sowas. Was weiß ich. Egal, ich gehe jetzt raus. Sie runtergehopst. Gerade eben waren beide da oben. Mist. Ich bin gerade minimal verwirrt. Ich dachte, ich muss mich jetzt mit Dreamlight Valley voll beeilen, weil es in Ende der Woche endet. Aber es steht da in 21 Tagen. Es ist ja nicht Ende der Woche. Ist irgendwas falsch gelesen? Ich dachte, am 29. April endet das, aber nö. Vielleicht habe ich es einfach falsch gelesen. Also muss ja, weil es hätte noch ein bisschen mehr Zeit. Das ist gut, weil ich habe mich jetzt so beeilt, die letzten Tage irgendwas zu machen. Ich dachte, das endet diese Woche. Das ist ja auch nur das andere Event, das Oster-Event war das gewesen, ne? Egal. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich jetzt hier schon bin. Ich muss alle gucken, was Eistatze ist. Ich muss Eistatze essen. Was? Ja. Also muss ich Buzz Lightyear wiederfinden, weil ich mit dem da rumrennen muss. Also irgendein Bewohner aus Toy Story, vielleicht finde ich ja Woody und nehme den letzten 3 Minuten. Ich bin mich gestern abgestürzt. Als ich es gerade beendet habe, diese Aufgabe, ist abgestürzt. Und natürlich dann auch kurz davor nicht gespeichert, sondern ein Stückchen weiter vorne. Egal. Naja, gut. Dann habe ich dann noch ein bisschen mehr Zeit, würde ich sagen. Ich habe gestern die blaue Truhe auch nicht gefunden. Ich bin zweimal durchs ganze Valley gelatscht. Ich habe diese blaue Truhe nicht gefunden. Und heute dachte sie sich wahrscheinlich, damit sie nicht mehr suchen muss, packen wir sie einfach neben das Haus. Also neben mein Haus. Das schon mal erledigt. Manu. Upsi. Um das mit der Eistatze zu machen, muss ich vorher Remy auf Level 10 gebracht haben, weil ich die Aufgabe von abschließen muss. Ich glaube, ich habe Remy noch nicht auf Level 10. Lass mich kurz gucken. Level 9. Okay, Remy, dann werde ich wohl mit dir ganz viel machen müssen noch. Oops. Oops.